feiert heute den 30. Geburtstag von mir im Designland Paris. Ich habe eigentlich nur erwähnt tatsächlich, dass ich Geburtstag habe und dann kommen wir in unser Zimmer und es hat ein bisschen länger gedauert, dass wir unser Zimmer bekommen haben und jetzt wissen wir auch warum. Hier steht es so auf dem Spiegel. Ich weiß, es ist eigentlich ein Tag zu früh, aber das wussten die natürlich nicht. Also wir lassen das aber natürlich auch bis morgen stehen und dann haben wir hier eine Happy Birthday Karte. Richtig süß. Ganz viele goldene Schoko-Coins. Hier auch nochmal. Das ist schon sehr, sehr süß. Und oh, das ist ja mega. Hier haben wir ein Lanyard vom Hotel bekommen. Ich glaube, das ist die Standard-Greetings-Karte. Und noch ein bisschen Schokolade. Ja, vielen, vielen Dank an das Designer. Ja, wie das Ganze hier so im Zimmer ausgesehen hat, habt ihr ja schon gesehen. Hier seht ihr auch, wie toll die beiden Housekeeperinnen, Lola und Leanne, das Zimmer dekoriert haben. Die haben sich hier auch verewigt mit auf dem Spiegel. Ich finde das mega, mega schön. Und dafür haben wir, um das schon mal zu sagen, weil viele Nachrichten auch auf Instagram kamen, gar nichts bezahlt natürlich. Also es ist so, dass wir einfach bei der Buchung angegeben haben, dass ich meinen 30. Geburtstag feiere. Und haben uns einfach überraschen lassen. Haben wir uns gedacht, okay, mal schauen, was passiert. Ihr könnt dann aber allerdings auch nachfragen, ob die euch Informationen geben können, was ihr sonst so für eure Liebsten, für euch selber, was auch immer, wenn ihr euren Geburtstag zelebrieren möchtet, was die euch zur Verfügung stellen können. Und deswegen habe ich mein Handy gerade in der Hand, weil die haben uns einen Katalog geschickt. Dieser Katalog, das ist wichtig zu sagen, ist natürlich jetzt für die Sequoia Lodge. Also das bedeutet, wenn ihr im Disneyland Hotel, im Marvel Hotel, im Santa Fe, wo auch immer seid, bekommt ihr natürlich einen anderen Katalog, also andere Dinge vorgeschlagen. Was wahrscheinlich immer gleich ist, ist, dass ihr eine Champagnerflasche von Moët dazu bestellen könnt. Die könnt ihr aufs Zimmer liefern lassen, kostet 65 Euro. Ihr könnt allerdings auch ein Blumenbouquet buchen, das kostet 69 Euro. Das ist dann ein Bouquet aus 12 Rosen. Wenn ihr, wie gesagt, euch selbst eine Freude machen wollt, wenn ihr eurem Liebsten eine Freude machen wollt, wie auch immer, 69 Euro. Auf alles, was ich euch gerade vorlese, kommen nochmal 25 Euro Service-Fee. Weil natürlich, ja, das alles vorbereitet wird, das alles kostet eben halt dann auch extra nochmal Geld. Also das bedeutet 65 plus 25, 69 plus 25 und so weiter. Wichtig ist auch immer, dass ihr das Ganze immer bis spätestens 18 Uhr am Vorabend eurer Ankunft mitteilt, damit die natürlich noch genügend Zeit haben, das Ganze vorzubereiten. Und dann gibt es zwei Kataloge, die kann ich euch jetzt hier einmal zeigen. Und zwar ist das einmal der Sequoia Lodge Katalog. Hier können wir das Ganze einmal sehen. Ihr seht, das ist die Beauty of Bambi Collection. Auch hier, wie gesagt, egal was ihr bestellt, da kommen auch nochmal 25 Euro Servicegebühr mit dazu und das wird euch dann mit aufs Zimmer gepackt. Hier seht ihr halt einfach, die bekommt ihr auch unten in den Shops. Das ist eine kleine Auswahl an Produkten aus dem Shop. Das ist jetzt das Handcare Set, hier haben wir das Pedicure Set. Das Lip Balm Duo für 12 Euro. Das ist die Bambi Collection. Und dann gibt es noch den Spring Katalog. Der ist, wie ihr seht, auch extra auf die Lodge ausgelegt. Und auch das ist eine kleine Auswahl an Produkten aus dem Shop. Jetzt ist es wichtig, ihr seht hier, was ihr bekommt. Ihr bekommt eins dieser Gläser. Ihr bekommt Mini oder Mickey Mouse als Plüschtier. Und ihr bekommt einen dieser Kekspackungen. Das Set hier kostet 71 Euro und auch hier oben steht wieder, ihr müsst natürlich eben diese Service-Fee mit hinzufügen. Das sind die Produkte, die ihr in jedem Fall bekommt. Wenn ihr unten an der Rezeption angekommen seid, ich weiß gar nicht, ob ich den gerade hier habe, wenn nicht, suche ich ihn jetzt gleich einmal eben raus, könnt ihr euch auch den Geburtstagsbutton abholen. Den seht ihr aber ansonsten, wie gesagt, jetzt gleich eben dann halt auch in der nächsten Sequenz. Den hat meistens entweder die Rezeption. Wenn die Rezeption den nicht mehr hat, könnt ihr eben halt auch im Park gleich an die City Hall gehen. Zeigen wir euch aber auch nochmal. Plus, was viele nicht wissen, ihr könnt eben dann auch nachfragen, ob ihr für eure Begleiterinnen und Begleiter, ob ihr da noch den I'm Celebrating With Button bekommen könnt. Sodass quasi euer ganzes Team, eure ganze Gruppe so einen Button trägt und alle sehen, dass ihr nicht alleine euren Geburtstag feiert, sondern halt eben mit euren Liebsten.
Und das sind so die Themen, die ihr auf jeden Fall im Hotel buchen könnt. Was ihr noch so in den Restaurants machen könnt, zeigen wir euch jetzt gleich noch. Und mehr würde mir tatsächlich jetzt nicht einfallen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, hier an dem Plakat könnt ihr es zumindest einmal sehen. Und zwar könnt ihr in jedem Restaurant hier im Disneyland für 35 Euro einen Kuchen dazu buchen. Der variiert natürlich ein bisschen von den Restaurants. Im La Table de Lumière zum Beispiel könnt ihr einen Prinzessinnenkuchen bzw. diese Uhr bestellen. Aber ihr könnt zum Beispiel im Marvel Hotel auch einen Avengers oder einen Spider-Man Kuchen bestellen. Aber es gibt eben halt auch einen so einen Basiskuchen hier von Disneyland. Der kostet immer 35 Euro und der wird euch damit richtig tamtam gebracht. Zeigen wir euch heute nicht, weil wir es nicht mit gebucht haben in irgendeinem Restaurant. Aber da seht ihr zumindest, was ihr für Möglichkeiten habt. Ja Leute, also hier haben wir den Button. So sieht der aus. Es gibt ihn tatsächlich in Französisch und in Englisch. Ich habe ihn leider jetzt nur noch in Französisch bekommen und auch nur noch im Hotel. Also in der City Hall gibt es aktuell gar keine Button. Die haben uns aber die Info gegeben, dass die neu bestellt sind. Keiner weiß aber, wann die wiederkommen. Also wenn ihr in den nächsten Tagen irgendwie euren Geburtstag feiert, ja, kann das ein bisschen dauern. Kann es sein, dass es gerade keine Buttons gibt. Aber wie gesagt, ansonsten immer in den Hotels nachfragen. Da kommt ihr ja auch einfach so rein, selbst wenn ihr kein Hotelgast seid. Dann bekommt ihr diesen Button, dann schreiben die auch immer euren Namen da drauf und eure Begleiter bekommen, wenn sie denn da sind, den I'm Celebrating Button. Das hilft euch tatsächlich sehr, weil zum einen, also das hilft euch natürlich nur dann, wenn ihr gerne zeigen möchtet, dass ihr Geburtstag habt, weil alle Cast-Member gratulieren euch. Heute beim Frühstück haben sie zum Beispiel dann eben auch Happy Birthday gesungen mit Anissa zusammen und das erfreut einen ja dann am Ende auch, ne? wenn man das so sieht. Dementsprechend ist es übrigens auch wichtig, wenn ihr Happy Birthday hören möchtet. Ich habe heute so oft einfach nicht darauf geachtet, dass mir jemand auf Französisch gratuliert hat. Dann nehmt am besten den englischen Button, weil dann sagen die das auch auf Englisch. Und ein kleiner Tipp, viele wissen das nicht. Wenn ihr, egal an welchem Shop, an die Kassen geht, entweder bieten die das von sich aus an, wenn die sehen, dass ihr Geburtstag habt, oder aber ihr könnt auch fragen, wenn ihr zum Beispiel euer Kind oder selbst damit telefonieren möchtet, könnt ihr fragen, ob ihr mit Mickey telefonieren dürft an eurem Geburtstag. Und dann wählen die Nummer und Mickey gratuliert euch zum Geburtstag. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande und viele wissen das nicht. Wie gesagt, könnt ihr jederzeit eben halt auch nachfragen. Aber ansonsten hoffe ich, dass unser kurzes Geburtstagsvideo euch gefallen hat, hat euch einen kleinen Eindruck darin gegeben, wie schön es einfach ist, seinen Geburtstag in Disneyland zu feiern und was für kleine, aber doch schöne Möglichkeiten man halt eben auch hat, wenn man hier seinen Geburtstag feiert. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keins der weiteren Videos verpasst und wie immer freuen wir uns über einen